Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Mathe-Physik-Kollegstunde, heute zum Thema Energiestufen im Atom. Jetzt haben wir das letzte Mal schon gesehen, dass wir Atome zum Leuchten bringen können, mit der Stoßionisation. Dazu zeige ich nochmal diesen Film, den kleinen. Wir haben also als erstes eine Hochspannung, die ionisiert gewisse Atome, die stoßen dann die Ionen mit anderen Atomen zusammen, darauf ergibt sich ein angeregter Zustand, und wenn die Atome dann wieder in den Grundzustand zurückkommen, geben sie Energie ab, und diese Energie äußert sich dann in Form von Licht. So, und damit kann ich dieses Licht, das ich hier praktisch jetzt gewinne, das kann ich jetzt hernach untersuchen. Und zwar haben wir das eben so festgehalten, durch die Stoßionisation kann man Atome zur Energieabgabe in Form von Licht bringen. Und dieses Licht kann ich jetzt untersuchen. Und zwar mache ich das ganz einfach. Wir machen das so nach dem Prinzip des Regenbogens. Und zwar, wir wissen, der Regenbogen entsteht ja dadurch, dass wir das Licht durch einen Tropfenvorhang sehen. Also der sozusagen diese Regenwand, die woanders von uns entfernt ist, sich ergibt. Und darauf bildet sich dann praktisch durch die Zerlegung der Spektralfarben durch diesen Tropfenvorhang sozusagen das Spektrum des Sonnenlichts ab. Hier machen wir es ähnlich, allerdings haben wir hier keinen Tropfenvorhang, sondern wir nehmen ein optisches Gitter her, und ein optisches Gitter, das kann ich hier mal ganz kurz demonstrieren. Es ist einfach ein Rahmen, in dem ist so ein kleines Plexiglas drin, und in diesem Plexiglas sind so senkrechte Stäbe, wie jetzt hier diese Imbusschlüssel eingefügt. Und diese Drähte sind äußerst dünn und haben einen sehr geringen Abstand. Wir haben auf einen Millimeter haben wir 570 Drähte in der Regel, sodass wir also eine sehr präzise Brechung dieses Lichtes durchführen können. Und dieses Licht fangen wir auf einem Schirm auf. Und die zentrale NID, die wir praktisch besitzen, ist, dass wir durch dieses gebrochene Licht das Spektrum des Atoms sozusagen gewinnen und somit von diesem Energiespektrum, das wir über das Licht sehen, Rückschlüsse auf die Atomstruktur zulassen können. Und jetzt sehen wir den Versuchsaufbau im Realen. Ich habe hier eine Stromquelle, eine Autobatterie, die 12 Volt liefert. Die läuft hier in der Mitte unten durch einen Wechselrichter, das heißt, der zerhackt es sozusagen, dass daraus Wechselstrom wird. Und hier hinten seht ihr dann praktisch einen Transformator. Der hat ein Verhältnis 1 zu 10.000. Das heißt, aus diesen 12 Volt werden dann 120.000 Volt. Und das bedeutet dann, dass ich also an dieser Elektrode hier eine Spannung von 120.000 Volt anliegen habe. Also eine sehr, sehr hohe Spannung. Da vorne sehe ich dann dieses optische Gitter in diesem Rahmen eingesteckt, und wenn ich jetzt durch dieses Gitter hindurch sehe, dann sehe ich das Ergebnis dieses Versuches. Noch eine Information: Wir verwenden hier praktisch Wasserstoff als atomares Gas, das in diesem Kolben drin ist, und dann sieht das Ergebnis so aus. Hier seht ihr diesen Wasserstoff, der hier leuchtet, so violett. Der sendet also dieses Licht aus, und durch das gebrochene, am Gitter gebrochene, kann ich hier das Spektrum sehen. Ich sehe hier eine blaue Linie und hier eine orange Linie. Ja? Und das Spektrum des Wasserstoffs besteht also jetzt offensichtlich im Gegensatz zum Regenbogen, wo ja die Farben kontinuierlich ineinander verlaufen, sozusagen nur aus zwei Linien. Ja, wie gesagt, es würde noch eine dritte geben, eine rote, die sieht man aber jetzt hier leider nicht drauf. Aber es besteht aus Linien, das heißt, es ist ein diskretes Spektrum. Ja? Es sind Abstände dazwischen, und die sind nicht, die Farben laufen nicht ineinander über. So, jetzt kann man einen Erklärungsversuch machen. Was wir jetzt haben, ist unser Rutherford-Modell, und das sieht dann so aus. Ich habe praktisch hier auf dem Grundzustand ein Elektron, das um ein Proton kreist. Und wie gesagt, wenn ich jetzt Energie reinpumpe, dann erhöht sich die kinetische Energie, daraus wird der Bahnradius weiter,
Und wenn ich jetzt das in den Grundzustand zurückversetze, dann wird Energie frei und die wird in Form von verschiedenfarbigem Licht abgestrahlt. Ja? Das kann ich jetzt hier mit einem einfachen Analogversuch mit einer Taschenuhr machen. Das ist zwar größenmäßig nicht richtig, ich habe hier praktisch mein Elektron und jetzt bewegt sich das hier auf einer Kreisbahn. Ja? Und je mehr ich praktisch an Energie reinstecke, desto größer wird die Kreisbahn. Und wenn ich jetzt sozusagen damit aufhöre, dann wird die Kreisbahn immer kleiner. Ja? Und die dabei freigesetzte Energie, die wird also in Form von Licht abgestrahlt. Das kann also das Rutherford-Modell durchaus erklären. Wir haben nur ein Problem. Ja? Das werden wir hernach sehen. Also ich fasse nochmal zusammen. Das wäre der Grundzustand. Wenn ich jetzt Energie reinstecke, bekomme ich einen angeregten Zustand. Das heißt, die Bahn des Elektrons wird vom Bahnradius her größer. Und wenn ich noch mehr Energie reinstecke, kriege ich einen zweiten, noch größeren Radius. Und wenn ich jetzt dann sozusagen mit der Energiezufuhr aufhöre, dann geht das Ganze in den Grundzustand zurück. Und dabei wird dann Energie in Form von Licht emittiert. Und je nachdem, wie viel ich abbremse, desto mehr oder weniger Energie wird freigesetzt und das ändert dann die Farbe des Lichts. Ja? Das Problem ist jetzt groß und das kann ich hier an der Taschenuhr nochmal sehen. Wenn ich die also hier schnell drehe, ja, und sie langsam werden lasse, dann kann die eigentlich zwischen diesen Radien jeden beliebigen Zustand annehmen. Ja? Und wenn es das könnte, dann würde das bedeuten, dass das Elektron, ja, wie gesagt, ein kontinuierliches Spektrum verursachen würde. Und das tut es eben nicht, weil es bei uns ja nur Linien sind. So, und jetzt war das die Frage, jetzt muss ich mein Atommodell ändern. Und die erste Änderung war, dass man dann gesagt hat, naja gut, es gibt wohl in dem Atom ganz feste Radien, auf die sich dieses Elektron bewegen kann. Ja, und es kann also nicht jeden beliebigen Radius annehmen, sondern es gibt ganz bestimmte Radien, ja, die konnte man dann auch über die sogenannte Sommerfeldannäherung berechnen. Über die Inhalte der Quantenmechanik kann ich dann auf die Größe der erlaubten Radien sozusagen Rückschlüsse ziehen. Und das wäre also praktisch die Erklärung dazu, dass man sagt, gut, die Konsequenz aus dem Versuch und dem Modell ist, dass praktisch es feste Bahnen gibt und nur zwischen diesen festen Bahnen kann das Elektron wechseln. Und aus diesem Grund ergibt sich dann eben ein diskretes Spektrum. Und das scheinbar kann man sich als Merksatz noch vor Augen führen. In einem Atom bestehen verschiedene Energiestufen und diese Energiestufen sind für das Atom charakteristisch. Das heißt, ein Wasserstoffatom hat andere Energiestufen als ein Natriumatom zum Beispiel. Ja, und das wäre es für heute von unserem Lernvideo zu den Energiestufen im Atom gewesen. Ich wünsche jetzt noch einen schönen Abend, eine gute Zeit, bis wir uns zum nächsten Mal sehen und ich würde mich freuen, wenn wir uns in einem der nächsten Videos mal wieder hier auf meinem Kanal sehen würden.